Hallo zusammen, ich bin Alex und willkommen zu einem neuen Video bei Turn-On. Wir hegen und pflegen hier schon eine lange Vergangenheit mit Panasonic-Kameras. Angefangen mit der GH4 über die GH5 und jetzt neu bei uns die GH5S. Und wir benutzen sie im Alltag und wollen euch natürlich nicht vorenthalten, was die so kann. Und um euch das ein bisschen näher zu bringen, gehen wir doch einfach mal raus. Also, kommt mit. Sind wir ehrlich, gegenüber der GH5 hat die GH5S äußerlich nichts Spannendes. Es ist die gleiche Kamera, nur eben jetzt mit roten Akzenten. Schreit nach S. Ihr habt sonst die gleichen Einstellmöglichkeiten, Knöpfe, Drehregler und Anschlüsse, die ihr auch von der GH5 kennt und gewohnt seid. Und das ist ziemlich gut, das ist professionell. Aber großer Unterschied ist tatsächlich das Innenleben. Neuer Sensor, maximal 12 Megapixel, nicht mehr in-body stabilisiert, sondern fixiert. Und jetzt aber mit der Möglichkeit, noch mehr technologisch zu spielen. Das heißt, ihr habt jetzt Dual ISO, das heißt bis 640 ISO könnt ihr das Maximum an Dynamic Range herausholen und ab 800 ISO geht Lowlight Performance so richtig los. Und das in Kombination mit bis zu 14-Bit RAW-Dateien klingt das schon sehr interessant und 4K 60 Bilder pro Sekunde. In der Theorie zumindest. Was das in der Praxis bewirken und bedeuten kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Wisst ihr, das Tolle bei der GH5S ist ja, dass egal wie ihr aufnehmt, das heißt also in Full HD 50, 60, 120, 240p oder UHD in 50, 60 oder Cinema 4K mit bis zu 50p, also echtes 4K, egal was ihr davon nutzt, ihr könnt das alles im sogenannten Vlog-L-Format drehen, beziehungsweise Bildprofil. Das bedeutet, dass euer Bild so flach wie möglich dargestellt wird, also ein fast null vorhandener Kontrast, in dem die schwarzen Bildbereiche sehr weit hochgezogen und die hellen Bildbereiche sehr weit runtergezogen werden. Bedeutet auch ein sehr hoher Dynamikumfang. Also ihr könnt gleichzeitig dunkle und helle Bereiche aufnehmen und im Nachgang, in der Postproduktion, dann sehen, wie viel Zeichnung, wie viele Informationen dann noch herauszuholen sind und das Ganze dann auch noch ein bisschen künstlerisch wertvoll und auch cinematisch gestalten könnt. Schade nur, obwohl der Sensor so ein tolles Bild liefert, er ist nicht mehr intern stabilisiert. Also diese In-Body Stabilization, die es im Vorgänger gab, ist hier nicht mehr. Der Sensor ist fix. Ihr seid also für Bewegungsstabilisierung auf Linsen angewiesen, die das intern verbaut haben. Ist auch meiner Meinung nach wichtig, weil sonst sieht das Material, so professionell das Ganze auch daherkommt, eher amateurhaft aus. Wenn wir über Kameras sprechen, darf natürlich die Fotofunktion nicht fehlen. Bei der GH5S hat sich gegenüber dem Vorgänger der GH5 ein bisschen was getan. Ihr habt jetzt trotz kleinerer Sensorauflösung eine bessere Möglichkeit, RAW-Dateien zu speichern. Das heißt, gegenüber 12 sind es jetzt 14-Bit, heißt aber auch, dass es ein bisschen langsamer auf der Karte landet, also maximal sind 8 Bilder pro Sekunde möglich. Aber Obacht, auch wenn ihr in RAW shootet, bedeutet das, wenn ihr ein Bildseitenverhältnis auswählt, landet es auch genauso auf der Karte. Zum Beispiel, wenn ihr 1:1 für Instagram aufnehmen wollt, habt ihr keinen Safety-Bereich mehr, sondern 1:1 landet dann auch RAW auf der Speicherkarte. Der Weg vom 20 zum 10-Megapixel-Sensor hat zwar Vorteile, aber auch Nachteile, wie beispielsweise, dass der ursprüngliche 6K-Fotomodus von der GH5 in der GH5S fehlt. Das ist schade. Aber wie schon zu Beginn erwähnt, die Möglichkeit jetzt mit Dual ISO bei dem neuen Sensor durch größere Pixel zu spielen, eröffnet wieder ganz neue Möglichkeiten, euch auch ganz neue Motive herauszusuchen. Zum Beispiel Lowlight. Schauen wir uns das doch jetzt mal an. Lowlight bzw. ein gutes Verhalten im Lowlight bei der Kamera bedeutet nicht einfach nur so weit hochschrauben, bis man was sieht, sondern es ist technologisch doch ein bisschen raffinierter. Heißt, ab ISO 800 bzw. ab ISO 2500 liest die Kamera den Sensor auf
technisch andere Art und Weise aus. Denn ab ISO 800 bzw. 2500 habt ihr zwar nicht mehr den sonst so sehr umfangreichen Dynamikumfang, sondern dann habt ihr den Best Performance Mode. Das bedeutet, durch die größeren Pixel, also geringere Pixelanzahl, aber gleiche Sensorgröße, dadurch aber größere Pixelgröße, habt ihr denn die Chance, noch mehr Lichtinformationen, dass sie jetzt besser gebündelt werden können, auf die Speicherkarte zu bannen. Das bedeutet also, wenn ihr die ISO hochschraubt, da der native Wert erstmal später beginnt, habt ihr eine viel größere und qualitativ hochwertigere Ausbeute. Bedeutet auch, ihr könnt kleiner unterwegs drehen. Ihr braucht nicht groß Licht und sowas unterwegs, sondern einfach nur ein bisschen an der ISO spielen und ihr könnt gleich viel mehr sehen in schwierigen Lichtsituationen. Schon geil. Nun, was lässt sich zusammenfassend zur GR5S sagen? Nun ist es eine Kamera in einem Consumer Body zu einem eigentlich Consumer Preis, aber mit sehr professionellen Features, mit einer sehr professionellen Ausstattung. Diese Kamera richtet sich tatsächlich im Endeffekt nicht zwingend an Consumer, sondern eher an professionelle Filmer. Warum? Die Kamera vereint tatsächlich zu dem Preis all das, was man sonst so von größeren Kameras kennt. Sei es mittlerweile bildtechnisch, aber auch feature-technisch. Das heißt, was ihr alles dran klemmen könnt, wie ihr auch im Multikamera-Setup arbeiten könnt, wie ihr euer Bild gestalten und im Nachhinein auch bearbeiten bzw. verarbeiten könnt, dass ihr sogar damit gleich nativ ins Kino könnt, das vereinen zu dem Preis tatsächlich nicht alle. Ihr dürft die Kamera also nicht als Nachfolger zur GH5 sehen, sondern als Alternative mit alternativen Möglichkeiten, vor allen Dingen, wenn ihr unterwegs Run and Gun unterwegs sein wollt, wenn ihr nicht auf Licht und sowas immer setzen könnt, wenn ihr auch mal mit dem, was ihr habt, arbeiten müsst, seid ihr mit der Kamera auf jeden Fall ganz vorn mit dabei. Für diejenigen, die aber eine GH5 haben, ihr müsst nicht zwingend umsteigen. Für all diejenigen, die mit der GH4 rumlaufen, die haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, entweder GH5 oder GH5S, denn damit könnt ihr ganz genau euer Einsatzgebiet bestimmen. Ich werde noch ein bisschen mit der Spaß haben.